Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir testen heute mal das Relax Days Foliengewächshaus für den Balkon. Ein dreiregaliges Treibhaus für die Terrasse. Ein Anzuchthaus, platzsparend und grün. Für ertragreiche Ernte im platzsparenden Foliengewächshaus gedeihen zarte Jungpflanzen geschützt. Junge Gurken, Radieschen und Tomaten sind vor Ungeziefer und Witterung sicher. Optimales Klima: durch die grüne PE-Gitterfolie wird Wärme gespeichert. Kälteempfindliche Jungpflanzen wachsen so besser heran. Dadurch können sie bereits im Frühjahr ihre Pflanzen aussäen. Es gibt Stahlrohre zum Stecken. Das wetterfeste Metallgestell ist schnell zusammengesteckt. Die robuste Plane wird mit Schnüren an den Streben befestigt. Im Nu steht ihr stabiles Anzuchthaus. Es ist platzsparend. Das Treibhaus passt auf jeden Balkon, kann bis zu 25 Kilogramm tragen pro Ablage. Verlängern Sie Ihr Gartenjahr mit der Jungpflanzenanzucht im Folienhaus. Das Kleingewächshaus ist ideal für Küchenkräuter. Basilikum und Knoblauch sind immer griffbereit. Schauen wir uns noch kurz die Produktbeschreibung an. Das Ganze ist wirklich relativ günstig. Starten Sie erfolgreich ins Gartenjahr mit diesem platzsparenden Gewächshaus für die Aufzucht Ihrer Pflanzen. Die Tür mit zwei Reißverschlüssen erlaubt die Regulierung des Klimas und Sie erreichen Ihre Pflanzen zum Gießen, Pflegen und Ernten einfach und bequem. Die starke Gitterplane des Treibhauses bietet auch Zierpflanzenschutz vor Wind und Wetter. Aber auch Küchenkräuter wie Schnittlauch, Petersilie und Basilikum gedeihen prächtig in dem Gewächshaus. Also nochmal kurz zusammengefasst, ideal als Anzuchthaus oder Treibhaus für Küchenkräuter, wetterfestes Stahlrohrgestell, Spitzdach für Ablauf von Regenwasser, Entnahme von Ablagen möglich für höhere Gewächse, in verschiedenen Etagen erhältlich, im Überblick Jungpflanzenaufzucht, reißfeste Gitterplane, wetterfest das Stahlrohr, mehrere Regale, einfacher Aufbau und das Ganze für um die 20 Euro. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie gut sich das Ganze aufbauen lässt. Thank you.